Hallo Kackbratzen. Du, ich, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du bei diesem Video noch keinen Brechdurchfall bekommen hast, dann schau dir doch den anderen zweitklassigen Müll hier auf diesem Kanal an. Hier bekommst du jeden zweiten Tag ein Video mit einem Spiel aus der guten alten Zeit vor den Latz geknallt. Also schaut gerne mal vorbei und hinterlasst ein... Es gibt einen Sack voll an Spielen, die zwar einen süßen Eindruck machen, aber unter der weichen, fluffig-flauschigen Schale verbirgt sich ein Kern, der so zart auf dem Gaumen zergeht wie eine Handvoll Center-Shocks. Und noch viel trauriger als die Story im Spiel ist meist das Schicksal des Projekts. Da haben Entwickler ihr Herzblut in ein Projekt gesteckt und am Ende will es sich kaum jemand kaufen. So wie etwa das Mitte 2005 in Japan veröffentlichte Chibi-Robo, das fast dann ein ganzes Jahr später bei uns in Europa auf den Markt kam. Es ist ein Spiel, das man unbedingt in sein Herz schließen muss, und das nicht nur wegen des absolut süßen kleinen Roboter, sondern wegen der Story, die unter der Haube eine Menge Herzschmerz enthält. Schon die Produktion des Spiels war nicht unbedingt ein Ponyhof, da sich das Entwicklerteam in seine Einzelteile zerlegte. Angekündigt wurde Chibi-Robo bereits im Jahr 2003, damals noch von Bandai, und entwickelt wurde das Spiel von Skip Limited, einem der Überbleibsel des nicht mehr existierenden und sehr mythischen japanischen Entwicklers Love Delic. Nur hatte dann Bandai irgendwie keinen Bock mehr auf den Titel und legte ihn auf Eis. Zum Glück bekam Nintendo, oder besser gesagt Shigeru Miyamoto, Wind von der Sache und eilte aus, um das Projekt mit dem kleinen Roboter zu retten. Denn seiner Meinung nach war es das perfekte Spiel für den im Sterben liegenden GameCube und nach nur gut 4 Jahren in Entwicklung konnte das Spiel dann wie gesagt im Jahr 2005 endlich erscheinen. Es ist leider nur so schade, dass außer Miyamoto kaum einer Liebe für dieses herzallerliebste Projekt empfand. Aber er war schon immer ein kleiner Träumer, denn wie könnte man sich ansonsten dieses Monster hier erklären? Wer das Spiel im Original heute nicht mehr in seiner Sammlung finden kann, sollte schon mal darüber nachdenken, ob man auch mit nur einer einzigen Niere leben kann. Denn die Gebrauchtpreise auf eBay sind so schön wie eine Prostata-Untersuchung mit einem Presslufthammer. Etwas weniger, aber dann auch nur in Anführungszeichen, kostet die japanische Version. Und da wir hier von einem Nintendo-Spiel sprechen, möchte ich in einem Satz die Wörter Romhausen und Sicherheitskopie besser nicht verwenden, um nicht am nächsten Tag Post von den Nintendo-Anwälten zu erhalten. Wenn ihr wie auch immer in Besitz dieser wunderbaren Perle geraten seid, dann dürft ihr in die Rolle des titelgebenden kleinen Roboters namens Chibi-Robo schlüpfen. Dabei handelt es sich um einen ca. 10 cm kleinen Haushaltsroboter, dessen einzige Aufgabe und Lebenszweck darin besteht, seine Menschen glücklich zu machen. Also, in erster Linie mit Hausarbeit. Und ein wenig Harmonie und Freude hat seine neue Familie bitter nötig, denn die guten Sandersons sind eine beinahe komplett gescheiterte Familie, die sogar noch einem Stein eine mordsmäßige Depression verpassen könnten. Der Familienvater ist arbeitslos, hatte aber die glorreiche Idee, für seine 8-jährige Tochter Jenny zum Geburtstag nun diesen kleinen Roboter zu kaufen. Frau Sanderson ist natürlich überhaupt nicht begeistert. Zudem hat sie es satt, ständig die Hausarbeit zu erledigen, ohne dass sich irgendwer jemals sich dafür bedankt. Und dann haben wir noch die kleine Jenny, die eine ganz eigene und ziemlich spezielle Persönlichkeit hat, denn sie denkt, sie sei ein Frosch. Das ist also die Basis unserer wunderbar heiteren Geschichte und nun kommt der kleine Roboter angetanzt, um die Stromrechnung ins Unermessliche steigen zu lassen. Wenn das mal nicht optimal ist, Chibi-Robo gehört zu der Sorte von Spielen, deren Nebenaufgaben fast mehr im Vordergrund stehen als die Hauptgeschichte. Wie ungefähr auch in Tulip. Hat das einer von euch Kackbratzen irgendwann mal gespielt? Jedenfalls geht es in dem Spiel auf der PS2 darum, möglichst allen Stadtbewohnern so gut es geht zu helfen, um dann am Ende auch noch mit jeder Person zu knutschen. Es ist definitiv ein sehr spezielles Spiel. In Chibi-Robo helft ihr nun nicht einer ganzen Stadt, sondern der besagten Familie Sanderson mit ihren ganz eigenen Problemen, die von Dreiecksbeziehungen über den Umgang mit der Sterblichkeit bis hin zu den Keilen, die die Familie Sanderson auseinander zu treiben scheinen, reichen. Und das alles ganz ohne Knutschen. Dank außerirdischer Magie erwacht zudem das Spielzeug im Haus zum Leben. Natürlich nur in dem Moment, wenn keiner hinschaut. Und wie auch schon im Film Toy Story, hat jedes Spielzeug ein eigenes Problem. Düster wird es dann im Keller, denn dort könnte sich in irgendeinem Schatten nicht nur ein fürchterliches Wesen verstecken. Weshalb man so schnell wie möglich immer und wirklich immer, wenn man im Keller ist, seine Beine in die Hand nehmen muss und die Treppe hochläuft, als sei der Teufel persönlich hinter einem her, und sollte man sich umdrehen, dann ist man am Arsch und wird für alle Ewigkeit im Keller unter einem Haufen von Spinnen und Asseln elendig zugrunde gehen. Oh, wo war ich?
Ach so, der Keller. Dort unten befindet sich die Ruhestätte eines ziemlich alten und sehr toten Roboter, der allerdings vom Spielzeug in Ehren gehalten wird. Aber egal, wohin man im Haus auch blickt, in jeder Ecke und schon fast unter einem jeden Staubkorn befindet sich ein Problem. Und nun eilt ein kleiner süßer Roboter zur Rettung, der mit all seiner harten Arbeit so viele Glückspunkte wie möglich sammeln muss, um am Ende nicht nur den Rang des Super-Chibi-Robos zu erhalten, sondern natürlich auch die Familie wieder zusammenzuführen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser Roboter tut einem sowas von leid, dass man ihn einfach nur ganz lang und ganz fest umarmen muss. Glückspunkte erhält man, wie gesagt, wenn man pflichtbewusst all seine Hausarbeiten erfüllt. Dazu gehört das Schrubben des Bodens mit einer Zahnbürste oder eben das Haus von Müll und anderen Kram zu säubern. Es mag vielleicht langweilig klingen, aber allein das Schrubben mit der Zahnbürste ist eine extrem nervenbesänftigende Arbeit, bei der man schön entspannen kann. Es ist jedenfalls eine wahre Freude, das Haus blitzblank zu putzen. Das macht nicht nur den kleinen Robo glücklich, sondern auch die ganze Familie, die am nächsten Tag alles wieder dreckig gemacht hat. Diese undankbaren Kackbratzen. Das Punktesammeln ist nicht unbedingt schwer, wenn man sich mehr oder weniger strikt an die Handlung hält und auch allen Hausbewohnern mit vollem Einsatz und Herz bei ihren Problemen hilft. Nachdem bestimmte Meilensteine in den Rängen erreicht wurden, erhält man eine verbesserte Batterie und das ist wohl schon das beste Upgrade, das man sich wünschen kann. Denn der kleine silberne Hausdiener saugt unheimlich viel Saft. Von Zeit zu Zeit muss man sich also eine Steckdose suchen, damit man seinen kleinen Akku wieder aufladen und den Spielstand speichern kann. Zu Beginn ist die kleine Batterie ein echter Schmerz, da man nicht wirklich groß das Haus erkunden kann, ohne sich regelmäßig unter Strom zu setzen. Aber wer wie gesagt fleißig ist, muss nicht allzu lange auf Upgrades warten, die einem nicht nur eine größere Batterie verschaffen, sondern auch andere nützliche Dinge, die einem bei der Fortbewegung und somit der Erkundung des Hauses helfen und das Überleben einfacher machen. Das Spiel hat einen ziemlich harten Tag- und Nachtzyklus. Wenn man zu lange für seine Mission benötigt und der Tag zur Neige geht, wird man unbarmherzig in sein Heim katapultiert, was natürlich ziemlich ärgerlich ist, wenn man ganz kurz vor dem Ziel war. Zu Beginn scheint ein Tag, der nur circa 5 Minuten dauert, noch ziemlich kurz zu sein, während später ein Tag auch schon mal 15 Minuten lang ist und man nicht weiß, was man mit all der restlichen Zeit anstellen soll. Man wird auch schnell feststellen, welche Aufgaben mehr Glückspunkte bringen und denen man somit vielleicht mehr Aufmerksamkeit spendieren sollte. Wer jetzt eher Probleme damit hat, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was das Spiel von einem möchte, wird vielleicht auf Probleme stoßen, da einem nie wirklich gesagt wird, was überhaupt zu tun ist. Chibi-Robo geht davon aus, dass der Spieler mit dem Spiel zusammen organisch zusammenwächst. Wer also das Ende erreichen möchte, muss sich tief in die Gedärme einwühlen und mit Neben- und Hauptaufgaben rumjonglieren, um möglichst erfolgreich die Rangliste zu erklimmen. Man weiß nur, dass man am Ende auch irgendwie mit dem alten und riesigen Roboter im Keller Freundschaft schließen möchte. Man ist, oder besser gesagt, man sollte ständig neugierig sein, um zu sehen, was um sich passiert und auch wirklich einer jeden armen Seele helfen, die man findet, solange der Akku hält. Und das ist vielleicht das größte Problem. Das Spiel nimmt einen nicht wirklich an der Hand und anstatt von Handlungspunkt zu Handlungspunkt geführt zu werden, seid ihr auf euch allein gestellt. Nun, das stimmt allerdings auch nur so halb. So wirklich alleine ist unser kleiner Roboter nicht wirklich. Unser kleiner Chibi-Robo kann leider nicht sprechen, aber zum Glück gibt es seinen Television genannten Pseudo-Manager, der allerdings nicht mal eine Sekunde lang seine Klappe halten kann. Chibi-Robo ist gerade deswegen so putzig, da er allein durch sein Verhalten und Mimik seine Gefühle ausdrücken kann. Er muss nicht reden und allein mit dem Ja oder Nein, das er gerade noch so kommunizieren kann, ist eigentlich schon alles gesagt. Television auf der anderen Seite wird einem schon nach kurzer Zeit so dermaßen auf den Sack gehen. Es gibt nichts Schlimmeres als Nebenfiguren, die die Hauptdarsteller in irgendeiner Form übertrumpfen müssen. Einige finden ihn vielleicht niedlich, aber ich kann ihn nicht wirklich ausstehen. Was die Grafik betrifft, so seht ihr ja selbst, was auf dem Bildschirm passiert. Wer sich nicht sofort in die kleinen Kreaturen verliebt, dem kann ich auch nicht helfen. Was die restliche Ansammlung an Pixeln betrifft, so hat der gute alte GameCube damals sein Bestes gegeben und vor lauter Stress beinahe seine Grafikkarte ausgekotzt. Was den Sound betrifft, ist das teilweise wirklich ein besonderer Mischmasch, da das Sounddesign im Allgemeinen etwas uneinheitlich ist. Die Musik und der Sound stammen übrigens von Hirofumi Taniguchi, der auch schon an Suikoden oder an dem vorhin genannten Tulip mitgearbeitet hat. Es ist jetzt nicht so, als ob man von der Musik einen Brechdurchfall bekommen würde, aber die Kombination von Musik und den Soundeffekten ist teilweise so mies, dass es einem ganz oft auf den Keks gehen wird.
Die Musik selbst wird auch beinahe zu einem Hintergrundrauschen, wobei sie auch mit den Schritt des kleinen Roboters synchronisiert sein soll, wobei jeder Schritt eine Note erzeugt, was im Prinzip ganz cool klingt, aber insgesamt doch irgendwie im Äther verpufft. Wenn man aber mal seine Ohren spitzt, dann hört man, wie unfassbar gut die adaptive Musik sein kann. Denn wenn man zum Beispiel seinen Stecker in die Hand nimmt, um damit schneller laufen zu können, und an dieser Stelle weiß ich ganz genau, was ihr jetzt denkt und überlegt, ob das gleiche Prinzip auch für euch gilt, dann wird auch die Musik schneller. Mal abgesehen davon, dass der Gebrauchtpreis wirklich eine absolute Frechheit ist, muss man Chibi-Robo einfach lieben. Und wie kann man auch bitte nicht einen kleinen Typen aus Metall in sein Herz schließen, der wirklich alles gibt, um seine kleine idiotischen Menschen so glücklich wie nur möglich zu machen, ohne auf sein eigenes Wohl zu achten. Die Story ist ein emotionaler Tritt in die Klöten. Anders gesagt, Chibi-Robo ist einfach ein unglaublich einzigartiges und bedeutungsvolles Spiel. Und man wird vermutlich lange suchen müssen, bis man einen vergleichbaren Titel findet, in dem man inmitten einer auseinanderbrechenden Familie steckt und sein Ziel es ist, das zerbrechliche Gebilde zusammenzuhalten. Es ist herzerwärmend, traurig und sentimental. Mechanisch ist es nicht perfekt, aber erzählerisch bleibt es seiner Botschaft treu. Es ist nur eine Schande, dass es einem heute so schwer gemacht wird, diesen Klassiker zu spielen, damit der kleine Roboter wenigstens heute einer breiteren Masse zugänglich gemacht werden kann und endlich die verdiente Aufmerksamkeit erhält. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.